Einspeisen oder Kryptomining. Zwischen den beiden musste ich mich Mitte November diesen Jahres entscheiden. Warum und was daraus geworden ist, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ich fange am besten mal mit einem Zeitstrahl an. Angefangen hat das Problem etwa Mitte Juni 2024, als ich das Balkonkraftwerk und die Batterie im Marktstammdatenregister eingetragen habe. Die Anmeldung des Solarteils ging relativ flott, aber bei der Batterie stand relativ schnell das Wort ungeprüft. Irgendwann im Juli musste ich dann beim Netzbetreiber hier in Hamburg nähere Angaben zur Batterie machen und so ein super kompliziertes Formular ausfüllen, wozu ich nicht wirklich imstande war. Unter anderem, weil ich viele Daten nicht parat hatte. Ich habe denen dann einfach geschrieben, wie es aussieht, also dass ich eine Batterie an den Wechselrichter angeschlossen habe, der laut Marktstammdatenregister schon akzeptiert wurde. Ich habe darauf natürlich keine Antwort bekommen. Und am 1.11. kam es dann überraschenderweise zu einem Zählertausch, der vom Stromnetz Hamburg initiiert wurde. Dabei wurde ein relativ neuer Stromzähler mit Rücklaufsperre gegen einen noch neueren Stromzähler mit Zwei-Richtungszähler ausgetauscht. Warum die wegen so einer 220 Watt Anlage so ein Trara machen, ist mir völlig unklar. Jedenfalls dachte ich, dass ich im Zuge dessen auch mal meinen Vermieter informieren könnte und ich habe ihm also erklärt, dass bei mir zwei kleine Panels mit einer Gesamtleistung von 220 Watt Peak innerhalb des Balkons stehen und ich mit maximal 300 Watt einspeisen kann. Von dem kam dann die Antwort, dass so ein Balkonkraftwerk genehmigungspflichtig sei und dass ich bitte die Leitung von einem Fachbetrieb prüfen lassen soll. Es handelt sich übrigens um einen Neubau und zwar vom Jahr 2020. Zu dem Zeitpunkt war die Batterie beim Marktstammdatenregister immer noch ungeprüft und das hat so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht und ich musste mir was Neues überlegen. Ich hatte letztendlich fünf Möglichkeiten. Die erste wäre gewesen, mich mit dem Netzbetreiber und dem Vermieter auseinanderzusetzen. Den Vermieter hätte ich eher fragen sollen, ob er mir bitte mal den Nachweis geben kann, dass ich auf dem Balkon zum Beispiel einen Elektrogrill verwenden darf, wenn er schon Angst um seine Leitungen hat bei einem 300 Watt Wechselrichter. Bei Stromnetz Hamburg sah ich da keine Chance und ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust drauf. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, einfach weiter illegal einzuspeisen, quasi als Guerilla Stromer, aber das war ja dank des Zwei-Richtungszählers nicht mehr möglich. Die dritte Möglichkeit wäre gewesen, allen gerecht zu werden. Also für den Vermieter hätte ich dann einen Elektriker bestellt, der das ziemlich sicher genehmigt hätte und für den Netzbetreiber hätte ich dann das so umgebaut, dass ich die Energie nicht mehr über die Batterie eingespeist hätte, sondern direkt mit dem Solarpanel. Die überschüssige Energie hätte ich dann über eine WLAN-Steckdose in eine Batterie geladen, die ich dann zum Beispiel für den Fernseher oder halt Homeoffice verwendet hätte. Leider hat mein Solarpanel eine Leerlaufspannung von nur etwa 18 Volt. Der Wechselrichter hat eine Anlaufspannung von 22. Ich hätte also auch mein Solarpanel und die dazugehörigen Halterungen austauschen müssen. Trotz des coolen Hobbys wäre mir das viel zu teuer gewesen. Die vierte Möglichkeit wäre, eine Insellösung zu schaffen, mit der ich einige Geräte im Haushalt versorge. Insellösung bedeutet, dass man seine Anlage nicht mit dem Stromnetz verbindet, sondern den Strom direkt selber verbraucht. Man muss die Anlage dafür nicht anmelden. Das ist übrigens immer noch Teil meines Plans, aber weil ich ja jedes Mal, wenn der Akku voll ist, den in die Wohnung tragen muss und dann, wenn er leer ist, wieder raus, würde ich das vermutlich sehr selten machen. Mir blieb also nur noch übrig, den Strom draußen auf dem Balkon zu verheizen und darum zu hoffen, mit der heißen Luft etwas Geld zu machen. Also quasi synonym für Bitcoin Mining. Das ist ja auch eine Art Insellösung, die man nicht anmelden muss. Ich habe die Anlage also wieder im Markt Stammdatenregister stillgelegt und habe mir die vermutlich gängigsten Hobby-Miner unter 200 Euro und unter 200 Watt im Internet rausgesucht und kam auf diese Liste da. Ich bin in dem Feld leider kein Profi. Es gibt vermutlich noch mehrere Optionen, aber die da waren die vermutlich am gängigsten. Was für die folgenden Berechnungen wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Energie, die ich für das Mining aufbringen kann, begrenzt ist. Ich kann keinen dieser Miner 24/7 das ganze Jahr durchlaufen lassen. Meine Anlage hat eine Leistung von 240 Watt Peak und bringt so um die 93 Kilowattstunden pro Jahr. Abzüglich der Energie, die ich für den Inselbetrieb einplane, bleiben da vermutlich so etwa 60 Kilowattstunden übrig pro Jahr, die ich dann für das Mining verwenden kann. Ich musste also erstmal schauen, wie viel Watt die jeweiligen Miner brauchen. Das habe ich dann in die Bruttoleistung umgerechnet, weil durch das Laden und Entladen der Batterie und vor allem durch das Umwandeln der Spannung, mehr dazu später, ich quasi Energie verliere. Jeder Miner hat eine sogenannte Hashrate und je höher die Hashrate, desto besser. Das ist quasi die Rechenpower, die einem zur Verfügung steht und die die Kohle scheffelt. Wie viel Watt ich pro Terahash aufbringe, muss,
gab mir schon mal ein Bild davon, mit welchem Miner ich das meiste aus der mir zur Verfügung stehenden Energie rausholen kann. Der Nerdminer scheint mir eher so eine Art Spielzeug zu sein. Um 1 Terahash damit zusammenzubekommen, müsste man sich etwa 13 Millionen Stück davon kaufen und 25 Megawatt Leistung dafür aufwenden. Ich konnte den also relativ schnell aus der Liste streichen. Der Avalon Nano 3 taucht hier dreimal auf, ist aber jeweils der gleiche Miner und nur mit unterschiedlichen Einstellungen, was die Hashrate angeht. Der Ice River ist kein Bitcoin, sondern ein Kaspar Miner. Mit der Bruttoleistung in Watt konnte ich mir dann ausrechnen, wie viele Tage der Miner pro Jahr voraussichtlich laufen könnte. In der Spalte Verdienst pro Jahr geht es ums Pool Mining. Beim Pool Mining versuchen mehrere Miner in einem Zusammenschluss sich die Belohnung für das Bitcoin Mining zu ergattern oder besser gesagt zu errechnen. Hier sind zur Veranschaulichung mal nur 10 Miner dargestellt. In Realität sind es Tausende. Der Block Reward, also die Belohnung, liegt momentan bei 3,125 Bitcoin, was Stand jetzt ungefähr 260.000 Euro sind. Die Belohnung wird alle 10 Minuten ausgegeben. Ergattert einer der Miner in dem Pool einen Block, wird der Verdienst auf alle aufgeteilt. Und zwar nach Rechenleistung. Je mehr Rechenleistung, also Hashrate, man bereitstellt, desto höher ist die Belohnung. Und da kommt schon das Problem. Die von mir ausgesuchten Miner haben im Verhältnis zu anderen Minern kaum Relevanz und kriegen sehr wenig von dem Kuchen ab. Ich habe mit dem Profitability Calculator von NiceHash mir ausrechnen lassen, wie hoch der Verdienst für die jeweiligen Miner pro Tag wäre und habe das dann mit der Anzahl der Tage multipliziert, die der Miner pro Jahr vermutlich läuft. Und kam auf diese Verdienste pro Jahr. Kaspar habe ich hier irgendwann mal ausgeklammert, weil das Gerät nur einen LAN-Anschluss hat und ich keinen Bock auf LAN-WLAN-Adapter und so ein Kram hatte. Es soll ja einfach sein. Eine weitere Möglichkeit ist das Solo-Mining, was inzwischen auch Lottery-Mining genannt wird. Damit versucht man, mit seinem Miner alleine einen Block zu finden und würde dann auch alleine die Belohnung, also 3,125 Bitcoin, bekommen. Da diese Miner in dieser Liste im Vergleich zu anderen Minern eine geringe Rechenleistung haben, sind die Wahrscheinlichkeiten auch sehr gering. Alles in allem habe ich mich trotz der miesen Aussichten, was den Gewinn angeht, für den Lucky Miner LV06 entschieden. Ich habe im Internet mal nach Rubellosen geschaut und das hier entdeckt. Das Los kostet 10 Euro und der Hauptgewinn liegt bei 250.000 Euro, also ungefähr der Bitcoin-Block-Reward. Die Wahrscheinlichkeit, diese 250.000 Euro zu gewinnen, liegt bei diesem Los bei 1:1.500.000. Also 22 mal unwahrscheinlicher als einen Block-Reward mit meinem ein Jahr lang laufenden Lucky Miner zu bekommen. Ich könnte also, anstatt meinen Lucky Miner ein Jahr lang auf meinem Balkon laufen zu lassen, auch einfach 22 dieser Lose kaufen. Angenommen, ich würde beim Kauf dieser Lose 5 mal die 10 Euro, 2 mal die 20 Euro und 1 mal die 50 Euro treffen, was schon überdurchschnittliches Glück wäre, müsste ich trotzdem noch 8 Lose im Wert von 10 Euro kaufen, also insgesamt 80 Euro. Die kann ich mir jetzt also sparen. Das ist ungefähr 3 mal so viel, wie ich beim Einspeisen einsparen würde. Ich weiß, Milchmädchenrechnung, aber es fühlt sich damit schon deutlich besser an. Mit dem Lucky Miner kann man übrigens nicht nur Bitcoin minen, sondern auch Bitcoin Cash. Und da sind die Block Rewards nicht so hoch, momentan knapp über 1000 Euro. Und dafür ist es allerdings wahrscheinlicher, so einen Block Reward zu bekommen. Ich werde also im Laufe der Zeit entscheiden, was ich dann machen werde. Den Lucky Miner LV6 bekam ich gebraucht für etwa 90 Euro bei eBay. Damit der mit der 12 Volt Batterie zusammen funktioniert, musste ich mir noch einen Spannungswandler für 25 Euro zulegen. Der Spannungswandler wandelt die Spannung von 12 Volt nach 5 Volt runter. An den musste ich dann noch die Steckverbinder ranlöten. Meine Lötkünste musste ich dabei zwischendurch mit einem größeren Lötkolben kompensieren. Die restlichen Komponenten, also die Kabel und Stecker, hatte ich zufällig zu Hause. So, Steckverbinder rangelötet, meiner erstmal mit der mitgelieferten Netzteil eingerichtet und draußen erstmal getestet. Laut Software bzw. Display braucht der Miner etwa 14,2 Volt. Vor dem Spannungswandler sind es 17,6. Wir haben also durch die Spannungswandlung einen Effizienzverlust von etwa 20%. Und vielleicht nochmal zum Geräuschpegel, also der Verkehrslärm ist deutlich lauter. Und hier ist sie nun, meine fleißige, eingebaute Arbeitsbiene, über den Spannungswandler und Relais mit der 12 Volt Batterie verbunden. Das Relais wird durch den Ausgang des Laderegler gesteuert, der den Strom kappt, wenn die Batterie leer ist. Ich zeige gleich noch einen Schaltplan. Es ist im Übrigen keine Anleitung zum Nachbauen, sondern nur eine Demonstration, wie ich es gemacht habe. Ich werde sicherlich noch viel damit rumprobieren und wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Projekt weitergeht, abonniert gerne den Kanal.